Frodeno triumphiert bei deutschem Dreifachsieg. Die Hölle des Ironman auf Hawaii wird für die deutschen Triathleten zum Paradies. Mit Olympiasieger Jan Frodeno siegt der Top-Favorit. Doch er leidet. Hinter ihm jubeln vier weitere Deutsche. Schwerfällig, fast ein bisschen träge wirkt sein Schritt. Nach 7,58 Stunden des Mammutprogramms beim Ironman auf Hawaii wirkt selbst Jan Frodeno nicht mehr fit. Er traut sich nicht einmal zu jubeln. Erst mitten in Kailua-Kona auf dem Eili Drive entspannen sich seine Gesichtszüge, klatscht er Zuschauer ab und taumelt dann nach 8:06:30 Stunden glückstrunken als Sieger ins Ziel. Und da steht sie, Emma, Triathlon-Olympiasiegerin 2008, Frodenos Ehefrau und Mutter des 8 Monate alten Sohnes. Ab heute habe ich Vaterdienst und werde nachts aufstehen, sagt Frodeno mit Tränen in den Augen. Ohne meine Frau hätte ich das nicht geschafft, dann herzt er seinen Sohn. Nach 3,86 Kilometer Schwimmen, 180 Kilometer Radfahren und 42,195 Kilometer Laufen siegt mit Jan Frodeno zum dritten Mal in Folge und zum insgesamt 7. Mal ein Deutscher auf Hawaii. Ich habe noch nie so gelitten. Es war die absolute Hölle, sagt Frodeno, der sich nach 2015 erneut zum Sieger des legendären Ironman auf Big Island krönt. Kurze Zeit später umarmt er den zweitplatzierten Sebastian Kienal. Das deutsche Märchen perfekt macht Patrick Lange, der Hawaii-Debütant wird sensationell Dritter. Und während Frodeno und Kienal ausgelaugt am Boden liegen, tanzt Lange ausgelassen und überwältigt im Ziel. Andy Boetscherer als 5. und Boris Stein als 7. komplettieren das überragende Ergebnis der deutschen Triathleten. Bei den Frauen sorgte Anja Beranek mit Platz 4 beim Sieg der Schweizerin Daniela Ryf, 8:40:51 für die nächste Überraschung. Hitze zum Startduell Frodeno-Kienal im Fokus. Aber zurück zum Start. Wer auf Hawaii siegen will, muss früh fit sein. Es ist noch dunkel, als die Profis um 4:30 an der Bucht von Kailua-Kona eintreffen. Letzte Vorbereitungen, dann durchbricht um 6:25 der Startschuss aus einer alten Kanone die angespannte Stille und schickt die Ausdauerasse im Sonnenuntergang hinaus aufs Meer. 24 Grad ist es, der heißeste Morgen der vergangenen Woche. 82% Luftfeuchtigkeit und 30 Grad sind für diesen Festtag der Triathleten vorhergesagt. 57 Profis, darunter 11 Deutsche, kämpfen sich durch den 26 Grad warmen Pazifik. Um diese Uhrzeit ist das Wasser zumeist noch spiegelglatt, in diesem Jahr aber bekommen es die Sportler mit leichtem Wellengang zu tun. Kein Problem für Frodeno, den Top-Favoriten und erstklassigen Schwimmer. Schwierige Bedingungen im Meer sind perfekt für ihn, da kann er brillieren. Der Mann aus Saarbrücken steht im Fokus, keine Frage. In den vergangenen Wochen war viel die Rede von dem großen und unvermeidbaren Hawaii-Duell zwischen ihm und Sebastian Kienal. Auf der einen Seite also Frodeno, 35 Jahre alt, Olympiasieger von 2008 und Titelverteidiger auf Hawaii. Der Profi mit Wohnsitz in Spanien und Australien verblüffte im Juli bei der Challenge Rot, als er in famosen 7:35:39 eine neue Weltbestzeit aufstellte. Ein Ausnahmeathlet. Ihn gilt es zu schlagen.
Yan hat keine Schwächen mehr, sagt Kinal. Der 32-Jährige aus Mühlacker aber ist nicht minder talentiert, gewann in diesem Jahr in Abwesenheit von Frodeno den Ironman in Frankfurt. Allerdings, schon im vergangenen Jahr rechnete die Triathlon-Welt mit einem Duell dieser beiden. Kinal aber wurde nur Achter. Und so abgedroschen es klingen mag, während dieses Rennens kann viel passieren. 8 Stunden sind einfach zu lang, als dass ein Sportler diese Strecke völlig unbeschadet überstehen könnte. Die Schwächephase des einen ist die Chance der anderen. Mindestens 10 weitere Profis können ums Podest kämpfen, darunter Andreas Böcherer, Freiburg, Boris Stein, Montabaur, und der Vorjahreszweite Andreas Raelert, Rostock. Patrick Lange hat kaum jemand auf der Rechnung. Frodeno macht Druck. Was ist mit Kinal? 5 Minuten nach den Männern fällt der Startschuss für die 43 Frauen. Mit Titelverteidigerin Daniela Ryf hat auch dieses Rennen eine klare Favoritin. Die beiden Deutschen Julia Geyö und Anja Beranek aber könnten es mit Außenseiterchancen erstmals auf das Podium in Kailua-Kona schaffen. Frodeno legt von Beginn an schnell los, will das Feld auseinanderreißen und die ersten Konkurrenten schon beim Schwimmen leiden lassen. Es gelingt. Vor allem Kinal hat Probleme, dabei hatte er sich in der Vorbereitung gerade auf seine schwächste Disziplin stark konzentriert und sich verbessert. Gebracht hat es anscheinend nichts. Der älteste Starter ist 83 Jahre alt. Die Profis haben schon mehr als die Hälfte der Schwimmstrecke hinter sich gebracht, als die etwa 2300 Altersklassenathleten auf ihr Abenteuer geschickt werden. Bei der Pasta-Party am Abend zuvor wurde besonders ein 51 Jahre alter Amerikaner frenetisch gefeiert. Ken Gla gab bereits 1984, damals noch als Profi, sein Debüt auf Hawaii. Seitdem qualifizierte er sich jedes Jahr wieder für diesen prestigeträchtigen Ironman und erreichte immer das Ziel, das ist Rekord. Jetzt startet Gla in sein 33. Rennen auf Hawaii. Nicht minder erstaunlich ist ein ziemlich rüstiger Rentner, Hiromu Inada lässt jeden Jungspund alt aussehen. Der Japaner schickt sich an, mit 83 Jahren der älteste Triathlet zu werden, der es jemals ins Ziel auf Hawaii geschafft hat. Bisher hält der Amerikaner Lev Harlandar diese Bestmarke, als er im Jahr 2012 mit 82 Jahren rechtzeitig vor Mitternacht die Ziellinie überquerte. Denn nicht jeder, der die Mammutdistanz bewältigen kann, wird auch gewertet. Es gibt sogenannte Kupfert-Off-Zeiten nach dem Schwimmen, Radfahren und im Ziel. Wer zu spät ist, wird aus dem Rennen genommen. Der Japaner hat also ein klares Ziel, vor Mitternacht ins Ziel laufen. An der Spitze des Feldes entsteigt der Brite Harry Wiltshire nach 48:00 als erster den Fluten des Pazifiks, dicht gefolgt von Andy Parts, USA, und Jan Frodeno. Ebenfalls top, Böcherer mit 12 und Raelert mit 48 Sekunden Rückstand. Dann passiert Böcherer das Mal H-Euro. Der 33-Jährige sucht sein Rennrad und irrt durch die Wechselzone. Nach einigen Sekunden wird er fündig, der Zeitverlust ist gering, aber unnötig. Doch wo ist Kinal? Sekunden, Minuten vergehen. Mit 40 Minuten Rückstand läuft er schließlich in die Wechselzone. Im vergangenen Jahr hatte er die Lücke kleiner halten können, lag nur 2 Minuten zurück.
Also wieder kein Duell der beiden. Das Drama des Andreas Reilert. Besser ergeht es Julia Geier und Anja Baranek. Die beiden kommen nach knapp 53 Minuten mit der ersten Frauengruppe aus dem Wasser, ein perfekter Start. Auch für Kengla läuft es gut, er erreicht nach 56,04 Minuten das Ufer. Teil 2 des Ausdauerspektakels beginnt, 180 Kilometer durch die Lavafelder. Wenn Kinal noch eine Chance haben will, muss er einen Höllenritt durchs Paradies hinlegen. Frodeno übernimmt die Führung. Allein, sie hält nicht lange. Nach 20 Kilometern ist das Feld der Topfahrer noch eng beisammen, selbst Raelert als 14. hat nur 28 Sekunden Rückstand. Hiromu Inada Inari schwimmt noch. Raelert liegt gut im Rennen, der Traum von seinem ersten Hawaii-Sieg lebt. Er ist der Mann für die Dramen auf der Insel. Blutende Wunden, Krämpfe, Magenprobleme, epische Duelle um den Sieg, der 40-Jährige hat die komplette Bandbreite geliefert. Kam dreimal als Zweiter und zweimal als Dritter ins Ziel. Jetzt aber bekommt er Gelb, das ist wie beim Fußball, ein Regelverstoß wird geahndet. Raelert, so scheint es, hat die Verpackung eines Energieriegels außerhalb der Verpflegungsstellen weggeworfen. Das ist verboten. Beim nächsten Penalty-Tent muss er stoppen, kurz absteigen und darf dann weiterfahren. Oder er fuhr im Windschatten und muss länger anhalten. Das erinnert an Frodenos Hawaii-Premiere 2015. Damals bremste ihn in Führung liegend erst eine Reifenpanne aus. Den Rückstand gerade wieder aufgeholt, bekam er wegen des Verdachts auf Windschattenfahren eine Zeitstrafe aufgebrummt. So etwas nagt und kostet mentale Kraft. Erinnerungen an 1997 kommen auf. Hiromu Inada hat es geschafft, nach 1:41:54 lief er aus dem Wasser und kämpft nun mit dem Wind auf der Radstrecke. Kinal hat sich berappelt, beginnt seine Aufholjagd. Kilometer um Kilometer pirscht er sich dichter heran. Frodeno bleibt zwar vorne dabei, aber nicht an der Spitze. Taktik, weil er sich auf seine Laufstärke verlassen kann. Oder Schwäche. Frodeno wirkt fit, ganz so, als habe er alles unter Kontrolle. Nach knapp 100 Kilometern hat es Kinal geschafft, er führt. Der einst als junger Wilder gepriesene Athlet hat offenbar aus Erfahrung gelernt. Während er früher gerne Harikiri veranstaltete, teilt er sich das Rennen bis zu diesem Zeitpunkt bestens ein. Er ist eine Wettkampfsau, hatte Frodeno vorher über Kinal gesagt und recht behalten. Auch Boetschara, Frodeno und Stein rasen geschwind durch die Hitze, vier Deutsche liegen in den Top 10 und innerhalb von 20 Sekunden. Auch Anja Baranek überzeugt, liegt als Zweite immer noch dicht hinter RYF. Raelert hingegen fällt zurück, weiter und weiter. Drama statt Happy End. Nach 180 Kilometern steigt Kinal vor Boetschara und Frodeno vom Rennrad. Deutsche Dominanz. Doch die Abstände zwischen ihnen und ihren Verfolgern sind verschwindend gering. Ein Ergebnis wie 1997 aber ist möglich. Damals triumphierte Thomas Hellriegel als erster Deutscher auf der Sehnsuchtsinsel aller drei Athleten, seine Landsleute Jürgen Seck und Lothar Leder kämpften sich auf die Plätze 2 und 3. Die Extramotivation des Jan Frodeno. Frodeno läuft als erster aus der Wechselzone,
dicht gefolgt von Kinal. Das Duell, das nach dem Schwimmen in weite Ferne gerückt war, spitzt sich zu. Frodeno und Kinal nehmen es sportlich fair, unterhalten sich, scherzen. Und das nach mehr als 5,5 Stunden. Da könnten die meisten Menschen nicht einmal mehr laufen, geschweige denn gehen. Bei den Frauen bahnt sich eine Sensation an. Beranek wechselt zwar 7 Minuten nach RYF, aber 6 Minuten vor der Drittplatzierten. Frodeno und Kinal laufen Seite an Seite. Ein Krimi wie im Drehbuch, Kilometer lang. Doch der Titelverteidiger ist zu stark, nutzt eine kurze Passage bergab eiskalt aus. Aus wenigen Metern Vorsprung werden Hunderte. Kinal bleibt nur eines, die Hoffnung auf eine Krise des Favoriten. Das wäre nichts Neues. 1982 brach die Amerikanerin Julie Moss auf den letzten Kilometern zum Sieg dehydriert zusammen und kroch gen Ziel, als Kathleen McCartney heran und dann vorbeilief. Frodeno aber ist eigentlich zu erfahren, als dass ihm ähnlich Dramatisches widerfahren könnte. Doch die Bedingungen sind extrem, auch kleine Schwächephasen können Minuten ausmachen. Der Olympiasieger hat noch eine extra Motivation, im Februar wurde er Vater. Seine Frau Emma und der gemeinsame Sohn warten im Ziel. In der Vorbereitung aber war das nicht immer einfach. Wir haben großes Glück, dass wir ein kleines Familienunternehmen sind und uns die Zeit so einteilen können, wie es für alle das Beste ist, sagt der 35-Jährige. Das heißt aber nicht, dass es jedes Mal qualitativ hochwertige Zeit ist, die wir zusammen verbringen. Die Gedanken an die beiden treiben ihn an wie vor einem Jahr, als seine schwangere Frau ihn im Ziel in Empfang nahm. Der zweite Titel ist noch ein kleines Stück süßer als der erste. Jan Frodeno. Nach 30 Kilometern hat Frodeno seinen Vorsprung auf 3,46 Minuten ausgebaut. Kinal wiederum liegt knapp 3,5 Minuten vor dem drittplatzierten Amerikaner Ben Hoffmann. Bolchara kämpft noch um das Podium. Und dann rennt plötzlich der 30 Jahre alte Patrick Lange den Marathon seines Lebens. Der Hawaii-Debütant überholt Sportler um Sportler um Sportler. Er rennt, als habe er gerade mit der Laufstrecke begonnen, als habe er nicht 3,8 Kilometer im Pazifik und 180 durch die Lavafelder hinter sich. Plötzlich ist er Dritter. Und um es noch fantastischer zu machen, es ist seine erste Langdistanz. Als er sich in Texas qualifizierte, musste die Radstrecke auf 150 Kilometer verkürzt werden. Raelert ist ausgestiegen, sein Ermüdungsbruch aus dem Frühjahr ist wieder aufgebrochen. Und Kengla. Der hat schon die Laufschuhe an. Und Hiromu Inada. Der tritt noch in die Pedale. Nach 8 Stunden bekommt Frodeno die ersten Gratulationen. Ein Altersklassenathlet hat gerade die Schwimm- und Radstrecke hinter sich gebracht und noch den kompletten Marathon vor sich. Sein Weg kreuzt sich mit dem Frodenos. Er gratuliert voller Ehrfurcht, weit ist es nicht mehr. Denselben Respekt aber hat er selbst verdient. Am Ende sagt Frodeno: Der zweite Titel ist noch ein kleines Stück süßer als der erste. Das Ergebnis jedenfalls verspricht Spannung und eine Handvoll deutscher Sieganwärter für 2017. Oder um es mit Frodeno zu sagen, Wahnsinn, was hier abging. Und klar. Und Hiromu Inada. Sie sind auf dem Weg.